Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und wir befinden uns hier auf der Map Niemandsland. Ich bin gerade an meinem Wohnsitz hier und wenn wir jetzt hier rüber schauen, jetzt können wir den Pferdestall von hier aus sehen und dann, wenn wir mal die Tiere haben, natürlich die Tiere. Und das war die Absicht, die ich hier hatte. Jetzt werden wir aber noch mal kurz darüber dackeln. Moment mal, ich kann doch eigentlich mit dem Fahrrad rüberfahren. Ich denke mal, wenn ich da mit einem Landschaftstool irgendwie was mache, dann verschwindet mein Püppchen nicht. Das müsste ja genauso funktionieren, als wenn ich im Traktor sitze, ne? Also, fahren wir mal darüber. Durch die Büsche durch. So, jetzt kann ich mal aus der Perspektive hier sehen. Ich glaube, der Weg ist breit genug. Hier muss ich ein bisschen ausholen, natürlich. Aber wenn ich da hoch, doch, das sollte gehen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich stelle mal mein Fahrrad hier auf dem Acker ab. Und da wollen wir uns mal damit beschäftigen hier. Ich lasse das Püppchen da drauf sitzen und gehe jetzt mal ins Baumenü. So, ich lasse die mal da auf dem Fahrrad sitzen. Wir gehen mal ins Baumenü. Dann wollen wir uns mal kurz beschäftigen hier mit dem Pferdestall. Erstmal gehe ich jetzt auf Landschaftsbau, auf Pflanzen. Und ich werde erstmal mit Gras hantieren jetzt hier. Da sieht das nachher auch schon mal ganz anders wieder aus. Runder Pinsel, eine Nummer größer. So, dann wollen wir erstmal hier das Gras hier vorne hinpacken. Geht das nicht? Ein bisschen kleiner wäre besser. Ja, so. Werde ich das mal hier lang ziehen. So. Ich nehme euch diesmal einfach mal mit dazu, wie ich sowas fertig mache, habe ich mir gedacht. Und bin ja auch schon manchmal gefragt worden, wie lange ich da eigentlich dafür brauche, wenn ich sowas mache. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, heute machen wir das mal. Gemeinsam. So, ist das in Ordnung? Weiter geht's. Da drin ist ja extra Gras, habe ich gesehen. Aber ob ich das lasse, das überlege ich mir noch. Das werden wir uns dann noch anschauen, wie das aussieht insgesamt nachher. So, dann gehe ich mal hier lang. Ich muss mal gucken, kommt das durch? Ja, ein bisschen. Also ich darf nicht zu dicht gehen. Okay, dann muss ich das nochmal entfernen. Das ist immer ein bisschen schade, wenn sowas ist. Das mache ich das hier anders am Gebäude entlang. Ist ja normalerweise auch anders. Fällt mir aber gerade eben so ein, da kann ich das doch ganz, ganz anders machen hier. Und zwar haben wir hier irgendwie ein bisschen groben Kies. Nee, haben wir nicht. Ja, ich habe hier wenig Bodentextur, also nicht so richtig das, was ich brauche eigentlich. Das wird zu hell sein, der Schotter hier.
gucken wir mal, wie es aussieht. Naja, ich muss das dann wieder angleichen. Diese Spornerei ist halt schade. Seht ihr, das ist so weit runter hier, das ist nicht gut. Das geht hier so schräg runter, diese Linienführung hier von den Karos hier. Und da kannst du nicht allzu viel machen. Ich will gucken, dass ich das irgendwie kaschieren kann nachher. So, hier mache ich das auch ein bisschen so. Hier könnte man eigentlich Kopfsteinpflaster nehmen, hier in dem Bereich hier. Das ist ja hier direkt vorm Stall. Na gut, das könnte ich auf der Seite auch machen. Ist eigentlich gar nicht die schlechteste Idee. So halt. Gucken wir mal. Ja, die Ideen kommen beim Tun. Da seht ihr das jetzt, wie das geht. Manchmal. Ja. Aber hier geht es so abschüssig bergab halt. Aber mache ich das nicht so, nein. Aber hier in dem Bereich hier mache ich es mal noch. Bis zu den Türen hier. Das bietet sich eigentlich an. So. Dass wir da hier so ein bisschen so eine Art Fläche haben. Gucken wir mal, ob ich es ein bisschen eckig hinkriege. So ein bisschen wenigstens. Ja, es geht. So geht es eigentlich. Und hier vorne jetzt machen wir das anders. Das versuche ich zu färben. Geht der Pinsel kleiner? Ja, das ist schon mal positiv. Da muss ich mal gucken, ob ich da jetzt was gedeichselt kriege mit dem Kleinen jetzt hier. Das ist so schwierig. Der tut meistens nicht vernünftig malen. Da muss man x-mal drüber. Und hier sieht man jetzt, er macht nicht wirklich, was er soll. Da mache ich den nochmal größer und nehme größeren Abstand. Geht auch nicht. Die Ecke muss ich lassen. Das muss ich halt irgendwie kaschieren. Und ich weiß auch schon, wie. Erstmal malen wir jetzt Gras. Nicht ganz so dicht dran. Rund, bitteschön. So. Dann mache ich das mal so, dass ich hier lang gehe, irgendwie in dem Bereich hier. Ja, seht das. So können wir es machen. Damit kann man es ein bisschen kaschieren. So. Jetzt nehme ich einen größeren Pinsel, damit die Fläche hier schneller dicht ist. Okay, bis dahin erstmal. So, und hier mache ich jetzt nochmal einen Zugang, den wir zu Fuß haben können. Zu Fuß nehmen können. Ich würde sagen, hier vorne, dann kann man dann hier rumlaufen als Person. Pinsel kleiner. Malen. Ich gehe mit Kopfsteinpflaster. Rund. So, das lasse ich jetzt bis hier vorne an den Weg rangehen, wo die Fahrzeuge gleich langfahren werden. So, das reicht schon. Jetzt wieder Gras. Kleiner, runder Pinsel. So, jetzt muss ich hier noch kurz, das ist ja nicht mehr viel. So ist das klasse. Jetzt hier auf der Seite noch. Gut. Ja, jetzt haben wir hier drüben die Seite noch zu machen. So ist doch schon ganz anders jetzt im Aussehen, wenn man sich das jetzt so anschaut. Überhaupt kein Vergleich mehr mit vorhin. Hier sieht es ein bisschen ausgefranst aus, sehe ich gerade. Das ist auch wegen der Spornerei. Da werde ich mal gucken, dass ich hier eine Linie kriege.
Ja, da kommen wir aber auch immer weiter hier rüber dadurch, ne? Aber das sollte noch funktionieren, so geht's eigentlich. So, und hier ist es dann schon wieder zu weit drüber gekommen. Das ist Matsch, ne? Ja, das ist Matsch. Den brauche ich nicht. Auf keinen Fall eckig. Der spornt wie verrückt. So, ja, so können wir was machen. Da bin ich einverstanden. So sieht das ein bisschen vernünftig aus. Ja. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich hier am Feldrand entlang noch eine Reihe Gras ziehe. Ich glaube, das sieht besser aus. Das machen wir mal. Ich will probieren, ob das funktioniert. Ich darf natürlich nicht zu weit ins Feld reingeraten. Aber wenn ich mit dem Mähdrescher hier lang düse, der nimmt mir ja das Gras nicht weg. So, ich will mal gucken. Ja, muss ich auch mal gucken, wie es spawnt, ne? Aber das sieht besser aus, auf jeden Fall. So. Und hier vorne ist es sowieso ziemlich breit. Da ist Platz genug. Und da hinten muss ich noch ein bisschen. Naja. Okay. Und hier ziehen wir es zusammen. Gut, so ist es in Ordnung. Dann klappt das soweit. Die Grundlage ist geschaffen. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben noch Zeit. Das ist ja ein Wunder. Dann gehe ich jetzt mit Bäumen. Habe ich eigentlich den anderen Grasmutt hier drinne? Moment mal. Pflanzen. Ich glaube, der hat hier keine Geltung. Doch, der ist da. Na, dann nehme ich den hier rein. Mittleres Gras. Das sieht nämlich schöner aus als dieses komische, halb verwelkte hier. Das gefällt mir nämlich nicht wirklich. Das sieht doch viel schöner aus. So. So, so richtig schön frisch. Ich mache mal den Pinsel rund, größer. Hier brauche ich jetzt nicht ganz so genau gehen. Da kann das ruhig so ein bisschen flächig und so. Und die Paddocks hier, die werde ich gleich anders färben. So. Ja, macht doch ein ganz anderes Bild. Dieses frische Grün. Jawohl. Ist auch ein sehr schöner Kontrast zu dem weißen Zaun. Das sind alles Gedanken, die ich immer so mit dabei habe, wenn ich sowas mache. So, hier vorne könnte man ja so ein bisschen so lassen, hier rings ums Wasser so, ne? Da wird ja auch mal ein bisschen rumgesaut oder so, das ist ja normal. Das bleibt so gefärbt, aber die Paddocks hier, die will ich jetzt mal noch ein bisschen. Ach, hier ist auch noch. So, gut. Haben wir jetzt alles? Noch nicht ganz. Aber jetzt. Gut. Ja, Stroh können wir leider nicht färben, aber es gibt ja die Möglichkeit, ganz hell zu färben, wie Sand oder sowas in der Art oder Kies oder. Und damit könnte man ja auch was machen. Was ist das? Pathway. Keine Ahnung, was das ist. Und so einen dunklen Split will ich da nicht reinpacken. Ich würde sagen, ich gehe hier mit diesem Sand. Na, es passt zu hell, oder? Ja, es ist ein bisschen zu hell, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Das ist dunkleres. Ja, damit können wir doch gehen. Das haut hin. Das lasse ich mir gefallen. Also machen wir mal einen größeren Pinsel. Möglichst rund. Und dann gucken wir. Ah, der ist zu groß. So. Ich muss einfach von oben drauf gucken, merke ich gerade, sonst klappt das nicht.
Dann lässt er mich nicht bis an den Zaun ran. Malen. So geht's. Von oben runter geschaut, haut das hin. So, gut, das klappt. Ich hätte sonst hier irgendeiner, vielleicht, wenn ich Stroh abliefere, vielleicht erscheint das ja hier sogar. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen, aber ich glaube eher nicht, dass das hier erscheint. Das wird eher drinnen erscheinen in den einzelnen Abteilen, wo die Pferde dann mal sind. Wenn sie denn reingehen können, kann man das hier überhaupt aufmachen? Ich habe keine Ahnung, das ist vielleicht nur Deko, dieser Zaun. Ich sehe kein Tor, die können doch gar nicht hier reingehen in das Gebäude, wenn ich mir das so angucke hier. Die rennen dann einfach nur hier draußen rum und ja, keine Ahnung. Der Zaun hier, der hat keine Tore, sehe ich gerade. Naja, jetzt bin ich rausgegangen. Ich wollte dich gar nicht, wir wollen ja noch ein paar Bäume haben. Landschaftsbau, Bäume. So, was haben wir da zur Verfügung? Da habe ich viele. Das ist gut. Da gehe ich erstmal hier mit dem. Der ist in Ordnung. Den könnte man hier so hinsetzen. Vielleicht auch noch auf die Ecke hier. So. Was haben wir hier noch? Das ist ein ganz großer, glaube ich. Ja. Na, das ist zu groß. Das ist jetzt hier zu groß. Ich will ja nachher noch die Pferde sehen. Ne? Und ganz hier vorne hin. Wie sieht denn das von der Seite hier aus? Doch, das könnte man machen. Sogar ein bisschen weiter rein. Okay, gebongt. Was haben wir hier noch? Wir haben, ach hier. Die Trauerweiden haben wir hier noch. Wir sind ja hier am Wasser. Das bietet sich an. Na, eher hier noch. Aber rein nicht. So, einen noch, den drehe ich ein bisschen. Oder doch hier rein auf die Ecke. Nein, eher hier. Ja, okay, das ist in Ordnung. So, dann haben wir hier irgendwie diese großen Tannen. Hier waren ja schließlich ursprünglich welche, aber die kann ich nicht hier vorne hinsetzen jetzt, sondern die muss ich dahinter setzen. Dann gucken die übers Dach und dann sieht das auch gut aus von Weitem. Könnte ich, na, hier dran direkt vielleicht? Ja, warum eigentlich nicht? Zack. Ja. Das ist in Ordnung, das sieht gut aus. So, und dann will ich mal gucken, ob ich hier noch was reinsetzen kann für die Tiere. Diese kleinen Büsche hier, die sind auch immer ganz gut, die machen sich perfekt. Kann man hier einen hinspielen. Pflanzen. Und vielleicht. Ja, vielleicht hier noch so. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Busch. Okay. Und haben wir hier noch was Schmales irgendwie? Der ist auch groß hier, glaube ich. Ja, der ist viel zu groß. Auf die Ecke vielleicht mit. Nee, machen wir nicht. So wirklich aussehen tut das nicht. Zu groß. Dann eher noch sowas hier rein. Ja. Das passt besser. Die haben ja dann hier schon Schatten unter den Tannen hier schon. Und unter dem großen hier auch schon. Ich denke mal, so ist es gut. Mehr mache ich nicht, sonst wirkt es zu überladen. So ist es in Ordnung, glaube ich. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ja, auf jeden Fall. Da können ja dann bald mal Pferde einziehen. Hafer haben wir ja schon geerntet, aber ich glaube, den habe ich zu Mehl verarbeitet.
Da muss ich erst mal gucken, sonst muss ich Futter ein bisschen kaufen. Ich fange ja nicht gleich mit ganz vielen Pferden an. Ich werde nur wenig, vielleicht nur zwei oder so. Zwei oder höchstens drei, das reicht. Dann ist es hier belebt und das genügt. So, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Aber doch, wir haben jetzt 20 Minuten gerade um. Das will ich trotzdem eben schnell noch versuchen auf die Reihe zu kriegen hier. Am besten hier. So, Dekoration brauche ich noch mal eben kurz und sonstiges. Passt das hier? Ja, warum nicht? Aber das ist vielleicht eher hier. Naja, nee. Doch schon eher hier. Ja, so ist es doch gut. So, und dann wollte ich hier noch. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle jetzt so finde. Ich hoffe es mal. Ich habe ja hier doch einiges drin. Ja. Das hat sich so angesammelt. Teilweise runtergeladen, teilweise mit den Karten mitgekommen. Das ist hier. Die Bank wollte ich haben. Seht das. Jetzt haben wir sie. So. Eher hier drüben, würde ich mal sagen. Ich denke, die wird hier auch ein bisschen das Gras wegnehmen, wenn ich sie baue. Ja, so geht's doch. Gut. Das ist perfekt. Okay. So, und da können wir hier auch noch eine hinsetzen. Da kann man von hier aus eventuell auch noch ein bisschen den Ausblick hier genießen oder so, ne? Würde ich mal sagen. So. Hier an der Seite könnte auch noch irgendetwas hin. Wie groß ist der Heffi hier? Ein bisschen zu groß. Ja, der passt. So rum ist besser. Okay. Vielleicht hier noch ein. So, dann ist das gut. Das geht eigentlich ganz fix, wenn man da die richtigen Ideen hat, ne? Hier passt auch noch so ein Teil hin. Denn hier haben wir ja kein Tor. Nee, haben wir nicht. So, jetzt ist das in Ordnung. Mehr brauchen wir hier nicht. Gut, meine lieben Zuschauer, jetzt gehe ich erstmal von meinem Fahrrad her. Oder ich fahre ein Stück weg. Wir fahren einfach mal ein Stückchen weg. So. Okay. So, das wäre es dann für heute, meine lieben Zuschauer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch schon auf die Kommentare unter dem Video und sage jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt bitte gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Eure Maritzel.